Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir kommen nun in dieser Kurzbetrachtung der Drangsal Jakob zu Teil 2. Teil 1 findet ihr, wenn ihr hier auf Israel klickt, dann gehen wir einfach eine Stufe zurück und dann seht ihr die Übersicht und da habt ihr schon Drangsal Jakob Teil 1. Das sind dann andere Hinweise zu 4. Mose 19, rote junge Kuh oder Skizze der Verheißungen Abrahams, Isaak und Jakob und so weiter. Also wir kommen zu Teil 2. Warum machen wir das? Die Drangsal Jakob, zu der kein einziger wiedergeborener Christ je hineinkommen wird, weil er vorher entrückt ist, betrifft uns also gar nicht direkt. Oder doch? Ja, weil Gott uns in seiner Weisheit, Liebe, Gnade uns nichts verheimlicht, sondern alles offenbart, auch das eben, was kommen wird. Er offenbart nicht nur die Vergangenheit im Alten Testament, zum Teil auch im Neuen Testament, im Judasbrief, sondern er offenbart seine Absichten, Gedanken, Führungen, Segnungen, Gerichte, eben auch hier, wenn es um die 70. Danielsche Jahrwoche geht. Dann noch ein Link, die Zukunft, das ist eine ganz kleine Betrachtung, die mir extrem viel persönlich geholfen hat, überhaupt in das Thema einzusteigen, weil es nicht umfangreich ist, sondern kurz, prägnant, klar, biblisch orientiert, die Zukunft von HLH. Das ist dieses Büchlein, das zeige ich euch jetzt gleich. Das habe ich von diesem Verlag, bibelkommentare.de. Da habe ich sicher über 100 gekauft und verschenkt. Das ist der Verfasser Hendrik Lendert Heikop, ein holländischer Bruder, der sehr viele gute Übersichten gemacht hat. Das Beste vielleicht die Offenbarung über hier die Zukunft und dann die Opfer oder der Heilige Geist und so weiter. Ihr werdet das alles finden im Internet oder auf dieser Seite. Und denkt dran, alles auf dieser Seite ist leider mit teilweisem Calvinismus durchsetzt. So, also, die Zukunft von H.L. Heikop, klickt ihr da drauf und dann habt ihr eine Übersicht über Bücher, Einführungen in die Prophetie. Das reicht für einen Sonntagnachmittag. Das kann ich euch versprechen. So, dann beginne ich das vorzulesen. Und 3a, die Vereinigung Europas. Daniel gibt in der Gestalt des Bildes von Kapitel 2, also Daniel 2, und der Tiere von Kapitel 7 und 8 im Propheten Daniel eine Vorschau der Weltgeschichte von seiner Zeit bis zum Ende. Vier große Weltreiche, angefangen mit Babylon, Meder Perser, Griechenland, Rom, würden die Zeit der Herrschaft der Nationen über Israel prägen. Nur die letzte Phase des römischen Weltreiches, symbolisiert durch die Flüsse des Bildes in Daniel 7, hat noch keine vollkommene Erfüllung gefunden. Füße des Bildes, Entschuldigung. Diese Prophezeiung besagt, dass 10 Länder, die ursprünglich zum Römischen Reich gehörten,
Es könnten auch Länder im Nahen Osten oder Nordafrika mit sein. Das Römische Reich in seiner wiederbelebten Ausformung bestimmen werden. In der ersten Hälfte der Trübsal, die geht 7 Jahre, regiert der Antichrist von Rom über 10 Länder. Da möchte ich noch eine kurze Anmerkung machen. Es gibt in den Betrachtungen der Brüder zwei Ansichten über die zwei Tiere in Offenbarung 13. Wer ist jeweils der Antichrist? Ist das das Tier aus der Erde, was persönlich ich präferiere, oder ist es das Tier aus Rom, wie es hier dargestellt wird? Aber das ist ein Detail, müsst ihr selber entscheiden. Es gibt übrigens darüber ein YouTube von mir. Dort ist klar definiert, dass der Antichrist aus Israel wird sein, ein Jude wird sein, der mit dem Tier aus Rom korrespondiert, paktiert, vereinigt, wie auch immer. Gehen wir weiter. Mit der Entstehung der Europäischen Gemeinschaft oder Union und dem Europaparlament zeigt sich das politische Klima in Europa günstig für die Bildung einer solchen römischen Konföderation. Persönlich denke ich aber, dass das eine Vorstufe ist. Diese EU hat ja, man sieht das heute, und wir sind heute, 29.11.2023, überhaupt keine Aussicht mehr auf weiter Bestehen. Die wird aufhören und wird abgelöst durch eine verschärfte Version. 4a. Das Gericht über Israel, über Russland, Entschuldigung, zwei Fehler in einem Satz, werde ich gleich korrigieren. Nochmals richtig, 4a. Das Gericht über Russland. Dazu natürlich die bekannten Kapitel Hesekiel 8 und 39. Der Prophet Hesekiel gibt ein Bild des letzten Versuchs von Russland, die Weltherrschaft zu erlangen. Wir sind ja jetzt, wo ich das spreche, im Jahre 2023, da sieht man auch so eine Vorstufe des russischen Gedankens, nämlich der Weltherrschaft. Zu erlangen, werden sie nie bekommen. Zu einer Zeit, da Israel als Volk wiederhergestellt ist, da einfach auch draufklicken, dann seid ihr in Hesekiel 37. Das ist ein Link. Und unter dem Schutz des römischen Diktatoren in Frieden wohnt, greift Gog, der Fürst von Rosch, Russland, die friedliche und ahnungslose Nation an, um zu rauben und zu plündern. Dass das heute nicht so ist, sieht man an Israel, das ist weder friedlich noch ahnungslos. Das, was wir heute im Jahre 2023 in Israel sehen, ist ein Volk komplett im Eigenwillen. Hat mit dieser Prophetie noch nichts zu tun, aber es ist eine Vorstufe. Israel ist das Bild auf das verlorene, verfluchte, alte Fleisch, die alte Natur. Das sieht man natürlich heute schon. Dann hier, lest das noch bitte durch Hesekiel 38. Das ist ein Segen, wenn ihr es lest. Das ist Bibelstudium. Bibelstudium ist langsames Bibellesen. Nochmals. Bibelstudium ist langsames, deutliches Bibellesen. Es geht nicht darum, um viel zu lesen, kann man machen, aber es geht darum, dass man langsam und deutlich liest. Ich will hinaufziehen in das Land der offenen Städte, will über die kommen, welche in Ruhe sind, in Sicherheit wohnen, die allesamt ohne Mauern wohnen und Riegel und Tore nicht haben. So, das sind die bekannten Verse.
Die Invasion aus dem äußersten Norden ruft den Zorn Gottes hervor. Eben dazu Hesekiel 38, Vers 18. Und eine Reihe von Katastrophen werden folgen. Hesekiel 38, Vers 19 bis 23. Ein gerechter Gott, der die Gräueltaten Russlands rächt, erwirkt die vollständige Vernichtung der angreifenden Armeen. Also ein gerechter Gott, der die Gräueltaten Russlands rächt, erwirkt die vollständige Vernichtung der angreifenden Armeen. Russland ist wie China das Land, das am meisten Gräueltaten an der eigenen Bevölkerung erwirkt hat. Es sind mehr Menschen gestorben in China und Russland an der eigenen und durch die eigene Regierung wie beide Weltkriege, Erster und Zweiter Weltkrieg, zusammen. Die Leichname werden den Raubvögeln und den wilden Tieren zum Fraß dienen. Da dann Hesekiel 39, auch wieder ein Link. Und du, Menschensohn, so spricht der Herr, das ist eine interessante Kombination hier in Hesekiel 39, Vers 17, Herr, Adonai, Yahweh oder Jehova, JHVH, spricht zu den Völkern allerlei Gefildes und zu allen Tieren des Feldes. Versammelt euch und kommet, sammelt euch von allen Seiten her zu meinem Schlachtopfer, das ich für euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels, und fresset Fleisch und trinket Blut. Die Schlacht von Harmagedon. Mit der Zerstörung Russlands, das bis dahin den römischen Fürsten in Schach hält, ist es dem Antichristen jetzt möglich, die ganze Welt zu erobern. Daniel 7, sprach er, das vierte Tier, ein viertes Königreich, wird auf Erden sein, welches von allen Königreichen verschieden sein wird, also unterschieden wird, und es wird die ganze Erde verzehren, sie zertreten, sie zermalmen. Die Regierung des Antichristen wird jedoch in der letzten Hälfte der Trübsal von größeren Armeen angegriffen, die sich versammelt haben, um die Herrschaft zu erringen. Offenbarung 16 wird erklärt. In Offenbarung 16, Vers 16 wird erklärt, und er versammle sich an den Orte, der hebräisch Armageddon heißt. Das Tal von Armageddon liegt im Norden Israels. Und dort werden sich alle Armeen der Welt zum letzten Weltkrieg versammeln. Das Ausmaß des Blutvergießen in Offenbarung 14, Verse 20 beschrieben. Ihr könnt auch draufklicken. Und dann kommt eine Betrachtung zu Offenbarung 14. Dazu gibt es auch von mir ein YouTube. Dann, und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Und das Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. Ein Fluss von Blut, etwa 300 Kilometer lang, wird sich über Israel erstrecken, vom Mittelmeer zum Jordan und das Jordantal hinunter bis zum Toten Meer. In Daniel 11 beschreibt der Prophet das Zusammentreffen von vier Armeen in Israel. Also auch da draufklicken, dann habt ihr den Vers. Da die Verse. Müsst ihr lesen. Und der erste Angriff kommt von Süden, also von Ägypten. Der zweite vom Norden. Nach dem Gericht von Gog und Magog ist Russland zur schwachen Weltmacht zu sein. Aber wahrscheinlich im Bund mit Ägypten will Russland gegen Rom marschieren. Doch Satan gibt dem Antichristen übernatürliche Fähigkeiten. Der römische Diktator
eitelt das Vorhaben und fällt mit seinen Armeen in Israel ein. Dort schlägt er sein Hauptquartier in Jerusalem auf. Gerüchte aus dem Osten und Norden erschrecken ihn. Ein Heer von 200 Millionen Asiaten ist im Anzug. Könnt ihr dann da lesen? Mit großem Grimme vertilgt er auch diese Gefahr. In dem Moment, als er seinen Sieg genießt, wird er hilflos und hoffnungslos umkommen. Wie das geschieht, wird erst 700 Jahre später in der Offenbarung erläutert. Also ab Offenbarung 6. Ab Offenbarung 6 kommen diese Dinge dann wirklich vor, werden sie erläutert von dem Herrn Jesum. Und dann lese ich weiter. Bei der Wiederkunft des Herrn mit den Gläubigen werden der Antichrist und der falsche Prophet gerichtet. Da einfach nochmals dran denken, die beiden werden gern unterschiedlich bewertet. Wer ist der Antichrist, wer ist der falsche Prophet? Der Friedefürst wird als König aller Könige endlich sein Reich gründen. Daniel 7, Vers 26 bis 27. Dann beginnt das tausendjährige Reich, wenn der Friedefürst, unser Herr Jesus Christus, der Sohn Davids, regieren wird hier auf dieser Erde die tausend Jahre, wie das in der Offenbarung viermal steht. Der Friedefürst wird als König aller Könige endlich sein Reich gründen. Daniel 7, Vers 26 und 27. Aber das Gericht wird sich setzen und wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volke der Heiligen der höchsten Örter gegeben werden. Das ist das Volk Israel. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Herrschaft wird ihm dienen und gehorchen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten, lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das sind also die ersten, die in die Hölle geworfen werden, und sie kommen nicht einmal vor den Richterstuhl des Christus. Da Bilder, finde ich sehr eindrücklich, habe ich bei Kober gefunden. Ich fahre die jetzt einfach noch runter. Ihr könnt das alles ja dann im YouTube direkt sehen. Ihr könnt es auch, das ist die Bilder Kobler. Ausdrucken. Das, was ich hier lese, wird 1:1 im YouTube verlinkt. Liebe Geschwister, wenn ihr dazu Fragen, weitere Erläuterungen, Gedanken oder wenn ihr Fehler gefunden habt, schreibt das gerne in die Kommentarzeile zum YouTube und ich werde dann so gut ich kann beantworten oder Fehler korrigieren. Ich danke euch herzlich fürs Durchlesen und wünsche euch einen gesegneten Tag im und durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ja,